Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, wir sind immer noch in den Glutfängen. Ich vergesse immer den Namen von diesem Ort hier. Ja, Glutfänge. Hab's ja auch das letzte Mal mit dem Schlund verwechselt. Ah ja. 4 Stufen brauchen wir noch. Könnte, glaube ich, wieder mal knapp werden. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. Zum Beispiel hier 2 Quests. So, wie sieht's hier oben aus? Hier oben sieht's so aus, als ob wir Meister? fast fertig wären. Geben wir lieber nochmal jeweils einen Turm. Ich gehorche, Ne, wir brauchen Meister. hier nur einen Turm. Ich bin Bin unten schon da. hörig. Bin schon da. So. Lasst uns kämpfen. Für die Macht Nors, Ruhm und Ehre. Wir sind der Wir Tod. haben auch eine gute Menge an brennenden Gebäuden, aber ja, ich wollte sagen, Herr Vox. Auf meinen Befehl. Folgt mir. So, da gucken wir erstmal hier. Vorwärts. Nee, nicht hier oben. Schnell. Sondern hier weiter. Und los. Stimmt, erstmal hier. Den toten Folgt mir. Einsiedler, den wir nicht beschützen konnten, den lassen wir da erstmal liegen. Folgt mir. Für die Freiheit. Schalten erstmal hier die Schatten aus, bevor wir die Schatten, die ich nicht sehen konnte, weil sie noch pseudo-unsichtbar sind. Feindlicher Angriff! Schlag sie zurück! Schließ sie rein! Haltet durch, Männer! So, dich Hier, folgt weg. mir. Gut. Schnell! Dann gucken wir erstmal hier lang. Und los! Mir nach! Also ja, war vielleicht etwas unfreundlich von uns, dass wir den Einsiedler Was verlangt gerne? haben sterben lassen. Sofort, sofort! Oh, und das hier müsste der Ort sein Bereit! für Und Flinks los! Quest. Feindlicher Angriff! Für die Schlagt Freiheit! sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Auf mein Fallo. Kommandos! So. Goldene Zwergenruhen bedecken diesen Stein. Es sind 3 Vertiefungen zu erkennen, die zusammen ein Dreieck ergeben. Also ist das doch der Schlüssel aus Order of Dawn gewesen. Die 3 Teile des Schlüssels einsetzen. Die goldenen Fragmente leuchten auf. Die Runen bilden einen Schriftzug. Suche die Karte im Fels. Das Feuer auf der Karte weist dir den Weg. Oh, das ist sogar gar nicht mal so weit weg von der Zwergenstadt. Ah. Also ja, hier oben ist die Zwergenstadt gewesen. Mittlerweile dürfte sie nicht mehr dort sein, weil die Gebäude alle unsere waren. Also die hier in dem Bereich. Und der Schatz ist hier. Okay. Und hier hinten, der Teil der Karte ist ziemlich unkenntlich. Ja, gut. Auf mein Mir Kommando. nach. Folgt mir.
So, mit dem bisschen Mondsilber, was ich habe, hole ich mir noch ein paar Kriegsherren und dann noch ein paar Hexenmeister für noch mehr Kampfkraft. Nor ist mit uns. Die Schlacht ist nahe. Während die hier unten die letzten Türme errichten. Bereit. Und los. So, Schlüssel und die erste Sofort. Hälfte des Einsiedlers. Auf meinen Befehl. Haben wir schon mal. Auf meinen Schnell. Befehl. Vorwärts. Schnell. Schnell. Mir nach. In die Schlacht. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Linien müssen halten. Runenkrieger zu mir. So, dann schalten wir die Schatten noch aus hier. Auf mein Zeichen. Schnell. Mir nach. Und los. Vorwärts. Hier ist die Truhe. Sofort. Mir nach. Ah ja, erstmal muss ich gucken. Was verlangt ihr? Dass ich hier. Verstanden, Meister. Auch aufbaue. So, Hexenmeister. Kriegsherren habe ich schon mal. Jetzt muss ich Hexenmeister noch ein paar holen. Ich könnte doch ein paar Schattenklingen dann ausbilden. Hier. Sofort. Uns fehlt noch ein Teil vom Prinzeps. Da ist übrigens... Oh, der sieht ziemlich cool aus diesmal. So auf dem... auf dem Hügel hier, der Gottstein. Alles, was ihr wünscht. Das ist leid. Wie kann ich dienen? So, mehr... Habt Geduld, Meister. Mehr Türme. Wir sind der Tod. Lassen wir sie nicht warten. Endlich. Dann geht ihr mal hier rüber. Da holen wir uns mal ein paar Schattenklingen noch. Alles, was ihr wünscht. Ich sollte auch den Seelenfels aktivieren. Danke. Wie kann ich dienen? Indem ihr mir weitere Türme das baut. Das ist leicht. Wie kann ich dienen? Danke. Mit dem wir uns verteidigen können. Lasst uns kämpfen. Gebt euren Silbern Befehl. Glitzert der Tod. So. Da
Das sollte dann ausreichend sein, um die einzelnen Bannfeuer dann zu verteidigen. Ich bin unwürdig. Meister, Gebäude, ich bin fertig. Unwürdig. Sobald es da soweit ist, natürlich. Ich dorche, Meister. Gut, gucken wir mal, was in der Truhe ist. Die Kiste ist verschlossen. Den Schlüssel des Einsiedlers verwenden. Der Schlüssel passt. Die Kiste kann nun geöffnet werden. Sie haben erhalten Schattenring. Und alle sind böse. Ach, sie tun mir weh! Sie belagern unsere Stadt! Ich bin unwürdig. Das ist leicht. Ja. Sie belagern unsere Stadt. Nor ist mit uns. Silbern glitzert der Tod. Für die Macht Nors. Oh, wir haben hier einen Hexenmeister verloren. Wir sind der Tod. Silbern glitzert der Tod. Auf mein Schnell. So, jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Mir nach. Lasst uns kämpfen. Endlich. Für die Macht Nors. Wie kann ich dienen? Wo habe ich dich weggeholt? Bin schon da. Ach, von da. Oh, ich war die Arbeiter. Wo verliere ich denn überall Arbeiter? Oh, habe ich hier unten Arbeiter verloren? Alles, was ihr wünscht. Ja, hier unten habe ich Arbeiter auf jeden Fall verloren. Lasst uns kämpfen. Vorwärts, Krieger! Gebt euren Befehl. Wer ist vergebens? Nor wird uns rächen. Gebt euren Befehl. Endlich. So. Eure Gegenwehr ist vergebens. Gebt euren Silbern Befehl. Silbern glitzert der Tod. Endlich. Lassen wir sie nicht warten. Also ja, unsere Verteidigungen sind... Lasst uns kämpfen. Und nicht ganz so gut. Vorwärts, Krieger! Sie sind schon in der Stadt? Gerade hier oben sieht das irgendwie nicht schön aus. Deswegen ist es ja gut, dass ich die Truppen hinschicke. Für die Ehre! Der Tod ist nur der Anfang! So, Bannfeuer. Schicken wir am besten gleich erstmal hier einen hin. Ein gewaltiger Stein über und
über mit Flammensymbolen verziert. Eine Runenschrift. Empfange die unheilige Flamme Zarachs. Die Runenschrift berührt. Flammen lodern um den Stein und formen sich zu einer Gestalt. So, jetzt können wir auch mal im Questlog lesen. Wir sind Schlacht der Tod. Nahe. Hier bitte dahin. So, können wir im Questlog lesen. Findet den Schrein und beschwört eine Flamme Zarras. Die unheiligen Flammen Zarras können die Bannfeuer wieder zünden. Findet den Schrein, an dem sie beschworen werden, und ruft eine solche Flamme Zarras.